Hallo, ich zeige euch heute das Muster Kettenrelief. Ich verwende für das Muster von Langjans die Merino 120. Sie hat eine Lauflänge von 120 Meter auf 50 Gramm und wird mit Nadelstärke Nummer 3,5 bis 4,5 verarbeitet. Die ich verwende, sind von Adi. Das Muster muss jeweils durch 10 teilbar sein, plus eine zusätzliche Masche, damit das Muster rechts und links aufgeht, plus 2 Randmaschen. Ich schlage also für das Muster 23 Maschen an. 20 plus eine zusätzliche Masche, damit das Muster rechts und links aufgeht, und die 2 Randmaschen. Zehn. 16, 20 und eine zusätzliche und die 2 Randmaschen. Die Randmasche strickt man in den Hinreihen stets rechts und in den Rückreihen links. Mit einer Randmasche beginnen, dann eine Masche rechts und dann 4 Maschen links. 1, 2, 3, 4, dann wieder eine Masche rechts und 4 Maschen links. 2, 3, 4, dann wieder eine Masche rechts, 4 Maschen links, 3, 4, eine Masche rechts und 4 Maschen links. Und eine Masche rechts enden und die Randmasche. In den Rückreihen die Maschen stets stricken, wie sie erscheinen. Wir stricken hier also abwechselnd eine Masche links und 4 Maschen rechts. Die ganze Zeit abwechselnd 1 links, 4 rechts, 1 links, 4 rechts, 1 links. 4 rechts, 1 links und die Randmasche links. Die zweite Reihe beginnt wieder mit der Randmasche und einer Masche rechts und 3 Maschen links. Dann eine Masche rechts, 1 links, 1 rechts und 3 Maschen links. Dann wieder eine rechts, 3 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts und 3 Maschen links. Enden mit einer Masche rechts und der Randmasche. In der Rückreihe wieder stricken, wie sie erscheinen. 1 links, 3 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links und 3 rechts. 1 links, 3 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links und 3 rechts
und enden mit 1 links und der Randmasche. Das ist die vierte Reihe. Nun kommt die fünfte Reihe. Sie beginnt wieder mit einer Randmasche und einer Masche rechts. Dann 2 Maschen links. Dann 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts. Also diese Raute hier in der Mitte wird immer größer. Dann 2 links und wieder wiederholen. 1 rechts, 2 links. 5 Maschen, 1 rechts, 1 links. Also 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts. Und dann 2 links. Und enden mit der rechten Masche und der Randmasche. In der Rückreihe, also der sechsten Reihe, die Maschen wieder stricken, wie sie erscheinen. Links 2 rechts, dann 5, 1 links, 1 rechts. Und dann 2 rechts. Dann wieder 1 links, 2 rechts. 5 Maschen, 1 links, 1 rechts. Wieder 2 rechts, 1 links und die Randmasche. In der siebten Reihe beginnen mit der Randmasche und dann abwechselnd 1 rechts, 1 links im Wechsel stricken. Also die ganze siebte Reihe im Wechsel 1 rechts, 1 links. Und entsprechend auf der Rückseite in der achten Reihe abwechselnd 1 links, 1 rechts stricken, die ganze Reihe. In der neunten Reihe mit einer Masche rechts beginnen, dann wieder das gleiche wie in der fünften Reihe, 2 links, dann 5 Maschen, 1 rechts, 1 links im Wechsel, dann 2 links und dann wieder wiederholen, 1 rechts, 2 links, 5 Maschen, 1 rechts, 1 links im Wechsel. Zwei links und dann wieder 1 rechts und die Randmasche. In der zehnten Reihe wieder die Maschen stricken, wie sie erscheinen, nach der Randmasche, eine links, 2 rechts, 5 Maschen, 1 links, 1 rechts, 2 rechts und wieder wiederholen, 1 links, 2 rechts, 5 Maschen, 1 links, 1 rechts im Wechsel, 2 Maschen rechts und enden mit 1 links und der Randmasche. Dann die 11. Reihe. Die strickt sich wie die 3. Reihe. 1 rechts, dann 3 links. Dann 1 rechts, 1 links, 1 rechts, wieder 3 links und wiederholen. 1 rechts, 3 links,
dann 1 rechts, 1 links, 1 rechts und 3 links. Und enden mit 1 rechts und der Randmasche. Die 12. Reihe mit 1 links beginnen, dann 3 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links, dann 3 rechts und wiederholen mit 1 links und 3 rechts und 1 links, 1 rechts, 1 links und 3 rechts und 1 links und der Randmasche. Nun haben wir hier die Raute fast fertig. Wir kommen zur 13. Reihe. Randmasche 1 rechts, 4 links, also wie in der ersten Reihe. 1 rechts, 4 links. 1 rechts, 4 links. 1 rechts, 4 links. Enden mit 1 rechts und der Randmasche. In der Rückreihe dann 1 links und 4 rechts im Wechsel. 15. Reihe. Nun beginnen hier Rauten. Aus diesen rechten Maschen kommen nun die Rauten. Die 15. Reihe beginnt mit einer Masche links und einer Masche rechts. Dann 3 links. 1 rechts, 3 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts, dann 3 links, dann 1 rechts, 1 links, 1 rechts und wieder 3 links. Moment, da war ein Fehler. Also nur über dieser mittleren Masche, Rautenmasche 1 rechts und dann 3 links und dann 1 rechts und wir enden mit einer Masche links. Also hier auf der mittleren Raute nur eine Masche rechts. Und dann 3 links, 1 rechts, 1 links und die Randmasche. Die 16. Reihe beginnt mit 1 rechts, 1 links, dann 3 Maschen rechts, eine Masche links, 3 Maschen rechts, dann 1 links, 1 rechts, 1 links. Dann 3 Maschen rechts, dann 1 links, 1 rechts, 3 rechts und 1 links, 1 rechts und die Randmasche. Die 17. Reihe beginnt mit 1 rechts, 1 links, 1 rechts. Und 2 Maschen links, wieder über der Raute nur eine Masche rechts, dann 2 links und 1 rechts und 1 links, 1 rechts, 1 links,
1 rechts. Also über dieser mittleren Raute nun 5 Maschen abwechselnd 1 rechts, 1 links. Dann 2 links, 1 rechts, 2 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts und die Randmasche. Man sieht jetzt schon schön, wie rechts und links diese Raute sich über dieser rechten Masche bildet. In der 18. Reihe 1 links, die Rückreihe 1 links, 1 rechts, 1 links. Dann 2 rechts, 1 links, 2 rechts und wieder 5 Maschen abwechselnd 1 links, 1 rechts. Dann wieder 2 rechts, 1 links, 2 rechts und dann 1 links, 1 rechts, 1 links und die Randmasche. In der 19. Reihe die Randmasche, dann 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts, also abwechselnd die ganze Reihe, das gleiche Muster, abwechselnd 1 links, 1 rechts. Die 20. Reihe dann abwechselnd 1 rechts, 1 links, die ganze Reihe. So, das war die 20. Reihe. In der 21. Reihe verjüngt sich diese Raute wieder. Man beginnt mit 1 links, 1 rechts, 1 links. Man beginnt mit 1 rechts, 1 links, 1 rechts, dann 2 Maschen links, 1 rechts und 2 links und dann wieder 5 Maschen abwechselnd 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts, dann 2 links und 1 rechts und 2 links und 1 rechts, 1 links, 1 rechts und die Randmasche. In der 22. Reihe 1 links, 1 rechts, 1 links, dann 2 rechts, 1 links und 2 rechts, dann 5 abwechselnd links, rechts. Und wieder 2 rechts, dann 1 links, 1 rechts, 2 rechts und 1 links, 1 rechts, 1 links und die Randmasche. Nun läuft die Raute oben wieder spitzer zu. Kommt noch die 23. Reihe, 1 links, 1 rechts, dann 3 links und 1 rechts, nochmals 3 links
dann 1 rechts, 1 links, 1 rechts, dann wieder 3 links und 1 rechts und nochmals 3 links und 1 rechts, 1 links und die Randmasche und die 24. und letzte Musterreihe, ab dann wiederholt es sich, beginnt mit 1 rechts, 1 links, 3 rechts, 1 links, 3 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links, 3 rechts, 1 links, 3 rechts und 1 links und 1 rechts und der Randmasche. Und dann beginnt das Muster wieder, indem abwechselnd 1 rechts, 4 links, 1 rechts gestrickt werden und die Spitze der Raute bildet. So geht das Muster Kettenrelief. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Dann abonniert meinen Kanal, denn ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.